and his mother. So, hallo, wir machen weiter. Bei The Binding of Isaac, Repentance. Das ist jetzt die letzte Folge, die ich in dieser Session aufnehme. Dann habe ich bis Freitag alles aufgenommen und kann mich auf Schule konzentrieren. Letztes Mal haben wir Tainted Cain freigeschaltet und nachdem wir jetzt wissen, zumindest stark vermuten, wie man Charaktere freischaltet, die Tainted Charaktere, würde ich ganz gerne das Ganze nochmal mit Judas angehen. Da fehlt uns ja der Tainted Charakter blöderweise. Ne? Wir haben zwar das Biest besiegt, aber leider eben nicht. Den Tainted Charakter geholt. Weil ich den Schlüssel nicht bekommen habe, den Red Key. Und weil mir nicht klar war, wie man den Red Key bekommen kann. Jetzt weiß ich es. Zumindest habe ich eine sehr, sehr starke Vermutung. Die Vermutung geht in die Richtung, dass man ein Trinket in einem Bossraum liegen lassen muss. Beziehungsweise in einem Raum, in dem man später auf jeden Fall... Ja, moin. In einen Raum, in dem man später auf jeden Fall wieder reinkommt. Das heißt, es würde sich wahrscheinlich auch der Itemraum anbieten. Das heißt, sobald wir ein Trinket haben, lassen wir es liegen. Und hoffen, dass da draus ein Cracked Key wird. Das wäre jetzt im Moment der Plan. Sind gespannt, ob es funktioniert. Es ist ja bisher wirklich nur eine Vermutung, aber ich meine schon, dass ich es jetzt verstanden habe. So. Oh, hier gibt es die Bombe für 15, aber ganz ehrlich. Nee. Ich meine, ich habe eh kein Geld für die Bombe, von daher ist es wurscht. Aber selbst wenn ich das Geld... Ach, das ist doch so frech, ne? Selbst wenn ich das Geld hätte... Nee. Nö! So, ich würde schon gerne den Run hier weiterspielen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem White Shot. Bombe! Das ist nice. Denn dann können wir uns jetzt natürlich... zwei Bomben für einen, ne? Zwei Bomben zum Preis von einer holen. Zack. Sehr schön. Ja, was anderes machen wir hier nicht. Ab geht's. Boss Time. Bisher leider natürlich noch kein Trinket bekommen. Oh, der ist ganz schön schnell. Ich muss schauen, dass ihr... Okay, sehr gut. Nice. Damage plus HP up ist immer fantastico. Sehr gut. Aber ich meine, wir haben ganz viele Räume, um ein Trinket zu bekommen. Kriegen wir hin. Irgendwo wird schon ein Trinket für uns da sein. So. Weiter im Programm. Wir haben schon mal das große Problem, dass er nur ein Herz hat, behoben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das sind schon mal gute Voraussetzungen für ja. Für den weiteren Fortlauf des Runs. Wollte ich sagen. Kiki. So kurz Steine technisch, aber ich sehe leider noch nichts. Weil jetzt ist es natürlich, geht es natürlich auch wieder darum, nicht getroffen zu werden. Chance auf Devil Deal, der dann natürlich später zum Angel wird. Ach du blödes Vieh. Damit sind die 100% schon mal nur noch 48. Kann man leider nicht ändern. Aber wir haben immerhin einen Schlüssel für den Itemraum. Das ist die Almond Milk. Nee. Kannst du dann auch behalten, ne? Ja, blöd, dann kriegen wir jetzt kein weiteres Item. Das ist natürlich ärgerlich. Dann kriegen wir jetzt leider kein weiteres Item. Mit 6 Münzen gehe ich auch nicht in den Shop.
Ja, dann müssen wir genauso, wie wir jetzt sind, zum Boss gehen. Na gut. In der Hoffnung, dass er uns nicht noch öfter trifft. Und wir zumindest vielleicht eventuell... Und wir vielleicht zumindest eventuell... an die Dings rankommen. Weißt du schon. An die 48%. Über die 48% an den Satan-Deal. Wir werden sehen. Soll ich es probieren? Meine Bombe probieren wir aus. Nice. Oh Gott, ja! Damit ist der... Naja, gut, es sind 50% halt, ne? Ich würde sagen, damit ist der Deal sicher, aber sicher ist er natürlich nicht. Aber er ist gesichert. Also ich kriege auf jeden Fall keine weiteren Abzüge mehr. Oh, der Geheimraum war ja göttlich. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, leider. Leider nicht, hat nicht gereicht. Nächstes Mal dann. Nächstes Mal dann. Ah, war doof jetzt. Aber was soll, was willst du tun? Was willst du tun? So, wir gehen noch kurz den Raum hier ab. Ich wollte gerade sagen, es ist gefährlich, wenn die mir zu nahe kommt. Dann ist es schon passiert. Ich hoffe, es ist wert, den Raum hier zu laufen. Mit dem, den Weg hier zu laufen. Ich hoffe, es ist es wert. Wehe, du bist schlecht. Okay, nichts Dramatisches. Kein Twinket. Okay. Der könnte nochmal was Cooles droppen. Wir können es aber auch sein lassen. Mal schauen, wofür er sich entscheidet. Mal schauen, wofür es sich entscheidet. Bisher haben wir nur Verlust auf dem Weg gemacht. Wir haben nur blaues Herz verloren und nichts gewonnen. Also wenn jetzt kein guter Gewinn kommt, dann war es leider eine Fehlentscheidung, hier entlang zu laufen. Spannung steigt. Nochmal diese komische Pille. Na gut. Mehr ist leider nicht drin. Man könnte jetzt noch den anderen Geheimraum öffnen. Er wird wohl hier sein. Ja, komm, scheiße. Okay, wir kriegen die Bomben wieder. Doch in Ordnung. Ein bisschen Glück kriege ich noch ein paar Viecher gesprengt. Okay, zumindest einen. Na, das ist doch okay. Hätte schlechter sein können. Einen Schlüssel haben wir für den nächsten Itemraum. Es ist okay. Wie gesagt, ist nicht das Beste, aber es ist okay. Blooded Caves, nichts für mich hier drin. So, wir sind wieder bei 100%. Wir dürfen jetzt kein rotes Herz hier verlieren, aber dafür müsste man erstmal unsere zwei blauen Herzen loswerden. Das sollte hoffentlich so schnell... nicht passieren. Sehr schön. Langsam wird auch ein Shopbesuch attraktiv. Oha, oha, oha. Wie viele bitte? Vor allem, ich werde ja gleich eine Kettenreaktion auslösen. Ja, ja, genau. Genau den Quatsch meinte ich. Und die schießen ja auch noch alle. Okay. Aber das sollte es jetzt gewesen sein, was die schwierige Geschichte des Raums angeht. Haben wir alles? Ja. Gut. Itemraum.
im Raum. Yo, nice. Goldener Schlüssel. Immer eine nette Geschichte. Das ist jetzt nicht so cool, aber ich meine, es ist so. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich weiß nicht, wie ich euch ausweichen soll. Okay, grundsätzlich wäre natürlich die Kerze nice, aber wir brauchen das Book of Bill. Ne? Brauchen wir weiterhin. Insofern nichts, was wir uns hier holen werden. Leider. Muss ich hier drauf verzichten. Wir dürfen jetzt nicht mehr getroffen werden. Ne? Wenn wir jetzt nochmal getroffen werden, ist unser letztes halbes Herz weg. Blau, meine ich. Ja, nicht so cool. Ich weiß gar nicht, ob das Auge selber auch Kontaktschaden macht oder nur die Schüsse, die aus ihm rauskommen, weil eigentlich ist es, also es ist halt, na, es ist beim Boss vielleicht ganz nett, weil, aber in so Räumen hier ist es halt eigentlich, nee, das war knapp, eigentlich schon ziemlich useless, wenn man mal ehrlich ist. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte und es wäre noch ein anderes Item zur Auswahl gewesen, dann hätte ich das definitiv nicht mitgenommen. Aber so, ich meine, gibt halt nur das. Bevor man es nicht mitnimmt, nimmt man es natürlich mit. Darum. Brauchen wir nicht drüber reden. So. Dein spezieller Stein? Nee, sah so aus. Hab ich mir eingebildet. Ah! Du darfst mich nicht treffen. Du darfst mich nicht treffen, mein Freund. Okay. Ja, ich glaube, es macht auch Kontaktschaden. Wenn ich jetzt richtig hingesehen habe. Okay, Bossfight. Vorher räumen wir noch hier auf. Das wird jetzt kritisch, weil die jetzt gleich alle losschießen werden wahrscheinlich, wenn ich... Ne, die schießen nicht los, okay. Nice. Ja, dann gehen wir rein. Oha. Jetzt, wenn ich mir das so angucke, ist Bighorn eigentlich die kleine Variante von Beast, ne? Wenn man mal das erst so registriert. Bighorn sieht sehr ähnlich wie Beast aus. Keine Ahnung, ob es irgendwie Lore dazu gibt, dass die verwandt sind, oder... Also, was heißt verwandt? Na, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist halt schon ein kleines Biest. Definitiv, das ist eine kleine Biest-Variante. Also, irgendwie müssen die schon zusammenhängen. So, da ist mein Satan-Deal, den wir nicht nutzen werden. Wir gehen stattdessen... Ja, doch, den Raum gucken wir uns noch an. Jetzt haben wir ja alles gesehen hier, ne? Also wir haben von der Deal-Wahrscheinlichkeit her haben wir alles erfüllt. Jetzt gehen wir noch in den Raum da unten rein, der noch übrig ist. Vielleicht ist er ja nützlich. Ich würde es mir wünschen. Da kommt noch Pin. Ich wollte es gerade sagen, da muss noch irgendwas kommen, weil sonst wäre der Raum ja geklärt worden. Aber wenn es nur einer ist, kommen wir damit klar. Dann kann der mich mal. Kann er mir auch nichts anhaben. Jopp, zwei Bomben. Cool. Auf jeden Fall nützlich schon mal. Ja, der Raum ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil die können mir eh nichts. So, die können halt...
fies sein, aber das war es dann auch. Okay, bisher allerdings kein Trinket, was wir liegen lassen können. Ich will es nur kurz gesagt haben. So langsam werden die Räume weniger, in denen wir ein Trinket bekommen könnten. Ich will es nur kurz gesagt haben. Hatte der Shop ein Trinket? Ich hab's vergessen. Geh nochmal kurz zum Shop zurück. Geh nochmal fix zum Shop zurück, ob der ein Trinket hatte. Nein. Gut, dass wir den Weg zum Shop zurückgelaufen sind. Mensch. Okay, wir könnten noch den Geheimraum mitnehmen, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Von hier aus würde es gehen, von hier aus würde es gehen, von hier aus würde es gehen. Okay. Bezogen auf das, was wir dabei haben, ist es ein guter Geheimraum, weil wir ja... Das ist ein HP-Up und ein Trinket! Yes! Oh, wie gut, dass ich da rein bin. Das ist alles, was wir gebraucht haben. Nice, 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 nice. Bin gespannt, ob es funktioniert. So, wir lassen jetzt das Trinket hier liegen. Und hoffen, dass es Trinket... Klingt so albern. Wieso soll ein Trinket zum Cracked Key werden? Aber es war so. Ich hatte da den Paperclip hingelegt und dann war da nachher einfach da das Cracked Key Ding. Naja. So ist es halt, ne? Hast du wieder eins. Ach, hier werde ich wieder versucht. Führe mich nicht in Versuchung. Sondern erlöse mich von dem Bösen. Leck mich. Alter. Komplettes Geld verschwendet. Komplett Geld ver... Oh mein Gott. Problem ist, wir haben nur ein halbes Herz blau. Das heißt, wir müssen dringend für mehr blaue Herzen sorgen. Deswegen wäre eigentlich das Spielen an dem Automaten ganz nützlich gewesen, wenn er entsprechend cooles Zeug gedroppt hätte. Problem hat er nicht. Ist leider ein Problem, dass er nicht die Sachen gedroppt hat, die ich gerne gehabt hätte. Wow! Pin, 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 pin! Alter. Oh, oh, Vorsicht, die explodieren. Nee. Nee. Okay. Okay. Hätte schlimmer sein können. Okay. Ich meine, ich habe 7 Bomben. Ich werde sie opfern. In der Hoffnung, dass hier ein blaues Herz mit rauskommt. Schade. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, mir mehr blaue Herzen zu beschaffen. Hat leider nicht funktioniert. So, mach die mal weg hier. Gut. 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 Nice. Bossraum. Wir könnten es probieren. Was ist jetzt schlau? Was ist jetzt schlau? Was ist jetzt schlau? Bossraum probieren?
Hä, aber wir haben nur 36,9% Engelchance. Warum? Wieso? Hä? Was habe ich falsch gemacht? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder ich habe... Also irgendeinen Quatsch muss ich gemacht haben, oder? Ich habe irgendwas nicht bedacht. Ich dachte, ich habe 100%... Achso, nee, Quatsch. Es sind ja keine 100% Engelchance, sondern es ist ja sozusagen die Chance... Es ist sozusagen die Chance, dass man einen Engel die bekommt, wenn man was bekommt, aber es ist nicht 100% automatisch. Ja, ja, so rum ist es. So rum ist es richtig. So rum ist es richtig. So. Ja, wir gucken mal, vielleicht finden wir erst den Itemraum. Bevor wir nochmal getroffen werden. Das wäre ganz schön. Please just go die. Danke. Das ist alles noch nicht, was ich suche. Da verabschiedet sich gleich meine Chance. Da liegt... Da ist ein Stein. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Das ist mein Stein. Yes. 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 Gib mir blaue Herzen. Yes. Ein Schuss mehr. Ein Schuss mehr. Und da ist mein Itemraum. Und mein Shop. Alles auf einen Schlag. Nice. Sehr, sehr gut. Wir haben hier so viele Pilze, ich setze einmal eine Bombe. Okay. Yo, Poison Tears kann man mitnehmen. Kann man auch liegen lassen, aber in dem Fall nehmen wir es natürlich mit. Nee, also für den Damage Up nehme ich es mit. Ich weiß, es kommen jetzt eher so Viecher, ne, die Champion-Gegner, aber es ist ein Damage Up und ich brauche Damage. Ist auch nicht gesagt, dass die jetzt jedes Mal kommen, ne? Also, es ist ja keine Garantie für Champion-Gegner, sondern es ist ja nur so ein... Ey, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Viecher auftauchen. Okay, wir haben 3 Bomben. Ich muss mal kurz was kontrollieren. Okay. Wenn hier der Geheimraum ist, können wir uns in den Stachelraum sprengen. Schade. Das war ein Versuch. Dann ist er wahrscheinlich hier oben drüber. Ja. Ja, hier passt er leider auch ganz gut hin. Okay, aber dann nehmen wir den noch mit. Dann nehmen wir den Geheimraum noch mit. Naja. Hätte jetzt besser sein können, aber ist okay. Spielen wir noch eine Runde? Jetzt haben wir ein bisschen Luck bekommen. Ne, wir spielen nachher. Dann nutzen wir wieder die Herzen, die hier rumliegen in der Ebene. Und bekommen noch erstmal ein bisschen Geld vorher. Machen wir es so. Ich gucke jetzt erstmal, wie viel Herzen ich noch brauche nachher. Ne? Und dann gucken wir mal, was so passiert. Okay. Ein Skeletti Geisti, der böse Brimstone schießen kann. Wenn er fies wird. Macht er gar nicht. Ne, ist ein anderer. Ist ein anderer. Der macht andere Sachen. Okay. Der ist sogar angenehmer dann. Der macht keinen Brimstone-Müll. Der geht einfach drauf. Finde ich gut. Tschüss. Ja, leider natürlich kein Dings gespawnt, aber was willst du machen? Was willst du machen? Kannst nicht alles haben. Kriegst nicht alles im Leben. So. Jetzt, ganz wichtig. Hier liegt ein halbes Herz. Da, okay, es liegen recht viele Herzen rum. Also ich kann auf jeden Fall alle roten Herzen verspielen.
ich kann alle roten Herzen verspielen. Das ist doch schon mal eine Sache. Naja. So viele Münzen waren es leider nicht. Ich würde auf 15 spielen wieder. Naja, das Ding saugt mir nur meine Herzen aus. Das Ding saugt mir einfach nur meine Herzen aus und gibt mir nichts zurück. Richtig frech. So, Abflug. Richtig frech, dieses Ding. Aber gut, was soll's. Wir sind ein bisschen besser aufgestellt jetzt. Angel Deal Chance ist beim nächsten Mal schon ein Stückchen höher. Und auch die Chance, dass wir sie bekommen werden, ist auch gegeben. So, weiter im Programm. Ach, Curse of Darkness, geh heim. Und ich muss unbedingt dran denken. Okay, hier wäre nochmal ein Trinket. Ich muss unbedingt dran denken, die Fools-Karte vorher zu holen, ne? Unbedingt dran denken. Alter! Bin gerade leicht erschrocken. Danke, Curse of Darkness. Was ist denn hier oben explodiert? Wolf Diamonds? Oha, 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 oha. Aber jetzt haben wir halt schon, ja, jetzt haben wir halt schon, ne? Erst die Hand, erst die Hand, erst die Hand, erst die Hand. Alles klar. Eine ist noch übrig. Habe ich gedacht? Nicht? Ah, okay, doch nicht. Ja, komm. Ach, scheiße, waren Brimstone-Viecher. Hab ich nicht realisiert. Bäh. Eklig. Okay. Ja, war es jetzt nicht wert, aber. Itemraum. Ja, nice. Nee. Das kannst du komplett behalten, Spiel. Das kannst du komplett behalten. Shop. Damit habe ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, wollte ich sagen. So. Na, es ist ein bisschen blöd, weil da dieser Wald so ein Stein ist. Ne? Wir lassen das, wir lassen das. Es wird zu riskant. So. Buch of Belial. Stacken, immer gute Geschichte. So, noch muss ich nicht nach toten Köpfen gucken. Wir sind noch nicht in der richtigen Ebene dafür. Wollte es nur kurz gesagt haben. Ich denke schon dran. Bloß nicht. So, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn man auf dem Heimweg möchte. Oh, da ist so ein Regenbogenviech. Ich weiß, es ist dumm, den kaputt zu machen, wenn man volle Herzen hat, ne? Weil man ihn dann gar nicht nutzt. Aber das Ding ist, ich vergesse es sonst und deswegen machen wir ihn jetzt kaputt, damit wir dieses Achievement bekommen. Nice! Ab jetzt muss ich sie nicht mehr kaputt machen. Sehr schön. Dann werden wir jetzt schon wieder einen erfolgreichen Run. Denn wir haben was freigeschaltet.
AP ab ist okay. AP ab ist voll okay. Dafür ein Lockdown kann ich auch... ne? Kann ich auch mitleben. Bruder! Damit habe ich nicht gerechnet, das hat böse wehgetan. Bossfight. Nein, ach. Okay. Gehen wir rein. Hoffen wir auf Engelraum. Oha. Du bist es. Kollege. Jetzt kommt er irgendwo geflogen. Oh, ja, das war die Geschichte. Ich erinnere mich. Und er lädt sich wieder auf. Wir stacken unseren Schaden. In der Hoffnung, dass es reicht. Schade. Ach, kurz vorher hat er mich nochmal runtergezogen. Ach, ärgerlich. Aber was soll's. Es ist halt so. So, jetzt folgendes. Trinket liegen lassen. Nummer 1. Dann. Jetzt muss ich alle Trinkets einzeln rübertragen. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Nummer 2. Falsche Taste gedrückt. Ich will was ausprobieren. Da gehen wir nicht durch. Diggers. Ah, da hätte ich das mal eher gefunden. Endlich wird's hell. Hätte ich das mal eher gefunden. Das hätte mir so viel Ärger bereitet. Im Gegenteil. Mich vor so viel Ärger bewahrt. Aber was soll's, ne? Was soll's. So ist halt. So ist halt. So. Sieht es richtig, dass das nicht aufhört in der Mitte, was da passiert? Egal, was ich tue. Ja, es hört nicht auf. Will ich da eine Bombe reinschicken? Ne, wir gehen einfach raus. Wobei, ich meine... Hier kann ich stehen, ne? Bruder. Komplett lost. Komplett versagt. Oh Mann, so, hier wollte ich hin. Ah ja, das war ja gerade. Ach, jetzt könnte ich wieder hier mit den... Jetzt habe ich auch keine Lust mehr da zu spielen mit dem Automaten. Ehrlich. Jetzt habe ich absolut keine Lust. So, ablegen. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich meine, eins könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Aber ich will ja meine Theorie testen. Ob ich jetzt hier dreimal Cracked Key dann mache, bekomme. Wäre schon lustig, ne? So, jetzt wäre die Chance auf den Engel-Deal übrigens bei 100%. Problem.
ist natürlich jetzt, dass wir die sehr schnell wieder unten haben werden, weil wir nur... weil wir nur ein Dings haben. Ein halbes blaues Herz. Wäre schön, wenn man etwas mehr hätte. Hat man aber nicht. Oh je. Wo kommt sie? Was kommt? Die normale Hand, okay. Oh, noch eine. Okay. Jobbesuch wäre auf jeden Fall auch wieder nützlich. Ah, wir müssen in den anderen großen Raum, okay. Oh, hier ist jetzt ganz viel Totenkopf-Action. Kann es eigentlich passieren, dass der Totenkopf, der Markt Totenkopf, auch so einer ist? So du kommst einfach nicht ran? Kann das passieren? Oder ist das Spiel schon so durchdacht, dass es auch ein erreichbarer Totenkopf ist? Weil sonst hätte ich Probleme. Sonst hätte ich richtige Probleme. So, mal kurz die Totenköpfe kontrollieren. Ich sehe hier keinen mit X. Zum Glück auch keinen, der nicht erreichbar ist. Das ist doch schon mal was. Hier ist auch kein Totenkopf mit X. Hier ist auch kein Totenkopf mit X. Hier ist nämlich gar kein Totenkopf. Entschuldigung. Kritischer, was ich hier tue. Aber passt. Oh, schon wieder so eine Arcade. Ja! Okay, bisher haben wir die Chance noch nicht verloren. Alles noch gut. Wenn ich jetzt meine Bomben hergebe und nachher keine Bomben mehr habe, traue ich mich nicht. Das lassen wir mal schön bleiben. Wir spielen auf 15 wieder runter. Alter, ich habe so viel Geld an den Automaten verloren in dieser Challenge, in diesem One. Das ist nicht normal. Das ist nicht mehr normal. Kriegen wir den so? Ja. Gott sei Dank. Ah, noch nicht ganz. Oh, die bleiben aber fies. Ja, ich habe das schon verstanden. Okay, da komme ich durch. Itemraum. Nicht treffen lassen. Oh ja. Auch da kein X-Totenkopf dabei. Aber Shop. Und ein neues Trinket. Und etwas für mich zum Aufladen. Wo ist der X-Totenkopf? Sei mal nicht so frech. Okay, wo ist hier der Boss? Ach so, zweimal Pin. Hm.
Nein, das war nicht gut. Braucht mein blaues Herz doch. Oh mein Gott. Ist mein Ernst gerade? Ich hätte Druck auf Belial längst einsetzen sollen. Ich weiß. Aber jetzt ist auch wieder zu spät. Wobei ich es eigentlich sicher durch Schüsse recht schnell auflehne. Okay, wir haben mehr Bomben. Wir haben mehr Bomben. Wir haben mehr Bomben. Wir haben mehr Bomben. Das sorgt doch dann für mich jetzt schon mal dafür, dass ich hier an diese lustige Steintruhe einmal rangehe. Und die so sprenge, dass wir vielleicht noch einen Geheimraum mitnehmen. Und dann ist es auch noch so eine gute. So eine gute. Oh yes. Big yes. So, aber ich habe immer noch keinen Rückweg. Aber ich habe auch noch nicht den Totenkopf gefunden. Der muss noch irgendwo sein. Wir haben auch noch nicht alle... Oh mein Gott! Wir haben auch noch nicht alle Räume durch. Da ist er. Und er ist erreichbar. Sehr gut. Er ist direkt vom Boss. Wir sind direkt beim Boss. Okay, gut, 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 gut. Dann gehen wir da jetzt einmal durch. Dann gehen wir da jetzt einmal durch. Moin. Okay, die blaue Mom. Wow, 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 vorsichtig. Nur nicht zu überstürzen, Mom. So, tschüss. Engelraum. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott. Uah. Kritisch, 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 kritisch. Kritisch dahin zu laufen. Aber ist okay. Nice. Wir lernen fliegen und haben ein HP abbekommen. Und Abflug. So. Jetzt, wo wir aber fliegen können, können wir natürlich noch ganz viel Stuff uns holen, den wir vorhin uns noch nicht holen konnten. Nee, da war nix. Nee, hier war auch nichts mehr. Vielleicht war doch nicht mehr so viel hier zu tun. Ich habe vergessen, das Child's Hut in dem Bossraum liegen zu lassen. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal in den Bossraum reingehe? Kann ich wieder rauslaufen? Ich traue mich nicht. Ah, wir probieren was anderes. Wir probieren was anderes. Dann kann ich noch was anderes testen. Es gibt noch einen anderen Raum. Oh, shit. Es gibt noch einen anderen Raum, der in jedem Rückweg vorkommt. Und zwar den Itemraum. Das müsste da genauso funktionieren. So, Child's Heart. Du bleibst hier. Das müsste da genauso funktionieren. Achso, jetzt kann ich einfach... Ja gut, die zwei Münzen können wir jetzt auch noch probieren. Dann spielen wir noch eine Runde hier. Yay! So much yay! Na gut. Mehr Geld verspielt, aber das HP abbekommen. Bascht. Bascht. Nevermore. Genau so nevermore das. Von das Dicke. So, dann können wir eigentlich gehen, oder? Ich meine, wir könnten doch den Stachelraum erkunden. Ach, was soll's. Den einen Hit kann ich kassieren. Ja, komm. War umsonst, aber... So.
Abflug. Gehenna oder Mausoleum? Man weiß es nicht. Mausoleum, okay. So. Da wollen wir jetzt eigentlich wirklich möglichst schnell einfach durch, würde ich fast sagen, oder? Und wenn sie... naja. Huch, da wollte ich noch gar nicht reinlaufen, aber es ist okay. Ja, Lockdown kann gar nicht mehr schlimmer werden. Luck ist eh schon am Boden. Ich muss die Dinger drücken, oder wie, oder was? Also, darf ich mal fragen, wie man hier durch sollte, wenn... Ah, ich versteh's. Man soll eigentlich den Typen hier lotsen. Also, dass man den hier anlockt und dann, ne, und dann versucht man den da hoch zu locken. Aber wir haben es natürlich... leichter. Ich will den Bogen gerne mitnehmen. Der ist nämlich cool. Ich gucke nur kurz nach Steinen, sehe aber nichts, okay. Ja, wir haben schon wieder so viele Bomben, ich würde ganz gerne blaue Herzen probieren. Ah, ich sehe da was! Der wäre mir vorher gar nicht aufgefallen, siehst du? Der Kollege wäre mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja, moin. Oh, Hilfe. Okay. Das war die Geschichte. Sehe schon, komm, ich darf gleich nochmal zurücklaufen, weil am Anfang noch da raus. Oh mein Gott, die Viecher können auch immer. Die können ganz schön böse werden. Die alles Mögliche durch die Gegend schmeißen. Komm, wir gehen gleich zurück zum Anfang. Machen noch den einen Raum da am Anfang. Dass wir den gesehen haben. In bevor, dann geht's doch da weiter. Möglich ist alles. Es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ich setze viel zu wenig den Dings ein. Winket. Dieses Trinket sollte ich dann jetzt... Oh, das probieren wir. Vielleicht sehen wir direkt, wie es zu einem Cracked Key wird, indem wir es in den Raum setzen, wo ich da jetzt Node einsammle. Das ist ja auch ein Bossraum. Hihi. Das wäre doch lustig, wenn das funktionieren würde. Kurz feiern. Ich würde es sehr, sehr feiern. Hilfe. Okay. Aua! Das ist der Typ, der so einfach mit Bumsgrund durch die Gegend zieht. Okay, alles klar. Habe ich verstanden, dass du das bist. Finde ich aber nicht gut. Okay. So, ihr könnt mich mal... Euch erledige ich von hier. So nämlich. Steine gucken... Steine geguckt und für nutzlos befunden. Alter. Echt fiese Gegner. Ja, wie gesagt, ich weiß, ich könnte wahrscheinlich in jedem Raum, das Buch einfach einsetzen und würde durch die Gegner, die ich besiege, es eh aufladen. Wahrscheinlich ist es einfach völlig dumm, dass ich es nicht mache. Komm, wir probieren es mal aus. Aber nichts zu verlieren. Okay, es lädt sich nicht ganz auf. So, jetzt ist die große Frage, dass wir noch einen Geheimraum uns angucken. Short.
Ja, vielleicht gucken wir uns auch keinen Geheimraum mehr an, ne? Okay, wir gucken uns keinen Geheimraum mehr an. Gehen wir noch die Räume durch? Ich meine, den Itemraum haben wir gefunden. Belassen wir es dabei. Bevor es noch schlimmer wird, belassen wir es dabei. Ich lege nur kurz noch das Trinket ab. Und bin gespannt, ob meine Theorie von... Das war ein bisschen dumm. Wir sind tatsächlich an dem Punkt, an dem ich schon meine ganzen blauen Herzen verloren habe. Ja, moin. Ach, ja gut. Ja gut. Komm, dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Wird mir zu riskant hier. Wird mir zu riskant hier. Eieiei. Hilfe. Ach, ich wollte es doch... Oh, ich wollte es doch hier in den Raum setzen. Jetzt renne ich nicht mehr zurück. Ich wollte es hier reinsetzen. Na, zu spät. Egal. Ja, vielleicht hätten wir es gesehen, wie es sich verwandelt. Schade. Habe ich blöd gemacht. Was soll's. Was soll's? Ja, hier ist dann der Itemraum. Wow! Ist das jetzt wieder genauso fies, der Itemraum? Nee, aber hier liegt tatsächlich der Crack Key. Insane. So, und jetzt gibt es, genau, jetzt gibt es überall solche roten Umrandungen. Komme ich jetzt hier schon zu meinem Tainted Charakter? Geht es einfach überall? Das ist nicht der Raum, den ich erwartet habe. Nee, das ist dann einfach ein Zusatzraum der Ebene, oder was? Und jetzt ist der Cracked Key aber schon weg. Jetzt habe ich den schon aufgebraucht. Gar nicht mal so cool. Gar nicht mal so cool, den schon aufgebraucht zu haben. Also dann kann ich sozusagen... Dann kann ich den Red Key wahrscheinlich immer wieder einsetzen für solche Wände. Deswegen kann er sich auch aufladen. Deswegen kann der sich nämlich auch aufladen. Aber den... Den anderen nicht. Sehe ich das jetzt richtig? Wahrscheinlich sehe ich das jetzt richtig. Ich hoffe, ich sehe das richtig. So, wo haben wir denn noch überall was liegen lassen? Hier haben wir nichts liegen lassen, soweit ich weiß. Oder? Doch, ich glaube, hier habe ich in den Itemraum was rein... Ich glaube, ich habe in den Itemraum was reingesetzt. Vorsicht. Oh, gefährlich. Hilfe. Kritische Situationen hier. Okay, die hören zum Glück auf, wenn man sie besiegt hat. Please don't hit me. Thanks. Okay, hier ist... Aber ich will noch den Itemraum finden. Weil ich will noch kontrollieren, ob ich hier was reingesetzt habe. Hallöchen. Okay, wir brauchen dringend Herzen wieder. Wird sonst ein bisschen kritisch. Ha, habe ich nämlich. Habe ich nämlich. Und jetzt... Das gibt's überall. Also überall kann man sozusagen... einen Raum ergänzen. Ach, das geht wirklich überall. Ich kann überall den Raum... Ach, hier nicht. Aber hier kann ich einen Raum ergänzen. Aber das könnte jetzt einfach ein Raum der Ebene sein. Den ich eigentlich gar nicht rein will, also. Okay. Aber sehe ich das dann richtig, dass der Crack Key nur in Home nützlich ist? Und der Red Key entsprechend auch? Aber das wäre ja komisch, wenn man die nicht auf... Boah, ich brauche Herzen, Alter. Ich brauche Herzen. Ich komme nicht durch so. Nicht gut, was ich hier mache. Ding jetzt auch einfach 3 Millionen Crack Keys, ne? Aber ich will die jetzt schon lieber gar nicht mehr einsetzen, weil es geht nur schief. Ich kriege auch keine Herzen hier jetzt gerade aus irgendeinem Grund. Bitte trefft mich nicht, danke.
bin aber irgendwie, bin ich jetzt neugierig. Aha. Okay. Alles, führt mir jetzt in den Itemraum zurück. Ach ja, da haben wir das nicht mitgenommen, ich erinnere mich. Jo, ich muss jetzt mal wieder den Cracked Key holen. Nicht, dass ich die vergesse. Ich mach's jetzt nicht nochmal, keine Sorge. Ich nehm's jetzt einfach mit und hoffe jetzt, dass wir möglichst schnell zurückkommen. Das sieht ehrlich gesagt nicht wie möglichst schnell zurück aus, was ich hier jetzt auch geöffnet habe. Ah, ja, halbes Herz bitte. Ey, wir brauchen dringend Herzen. Wir brauchen ganz dringend Herzen und wir müssen so schnell wie möglich den Weg zurückfinden. Ich will gar keinen anderen Weg mehr laufen. Yes. Yes, yes, yes. Und guck mal, hier überall sind solche Türen. Das heißt, man kann überall ergänzen. Mach ich jetzt aber nicht mehr. Hab genug ergänzt und dabei gelitten. Zum Glück haben wir wieder Herzen bekommen, ey. Zum Glück haben wir wieder Herzen bekommen. Ich hatte so Bedenken. Nice. Abflug. Abflug. Cracked Key dabei. Okay, weil nochmal kommt eine Ebene nicht mehr mit Cracked Key. Ich glaube, das war die letzte Ebene mit Cracked Key. Ich glaube, woanders habe ich nichts mehr hingelegt, ne? Da liegt einfach noch ein rotes Herz, sehr schön. Oh, das sollte ich mir natürlich auch überlegen. Das sollte ich mir auch überlegen, dass ich meine Herzen nicht verspiele. Ach, Scheißdreck. Dass ich... Teleskop Lens. See the stars. Okay. Ich will mal was probieren. Wenn ich die jetzt hier ablege, wird da einfach direkt ein Cracked Key draus. Nein. Okay, dann kann ich es mitnehmen. Was ich sagen wollte, dass man Herzen liegen lässt in den Räumen. Ach so, aber auf den normalen Wegen, ja, ist es ja nicht der normale Weg. Ja, es ist okay. Ich hab Quatsch wieder geredet. Ah, scheiße. Gott, wir brauchen dringend Herzen. Mal wieder. Okay. Okay, der Raum sollte eigentlich easy sein. Wenn der so aufgebaut ist, wie ich denke, ja, okay. Oh, was bist du denn? Will ich dich haben? Weiß es nicht. Lass uns mal. Das ist Missing Paper oder... Okay, cool, wenn sie sind, eins weiter. Ah, aber ich brauche... Oh Gott, ich brauche dringend... Oh Gott, ich brauche dringend Herzen. Ich brauche dringend Herzen. Scheiße. Oh, hier liegt noch ein Cracked Key sogar. Habe ich gar nicht mehr dran. Stimmt, das war der erste, den ich gesetzt habe. Das war der erste, den ich gesetzt habe, wo ich gesagt habe, neben der Pille. Richtig. Das war... Nein, 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 nein. Das war der erste, den ich gesetzt habe. I remember. Okay, der Raum müsste ohne Probleme gehen. Pickle Charge. Aber wir brauchen dringend Herzen. Scheißdreck. Nein! Oh Gott, das Viech darf mich jetzt nicht nochmal treffen. Oh Gott, Leute, wir haben ein Problem. Komme ich aus der Nummer jetzt raus? Ich schaff's nicht bis home. Nein! Verdammt, der Rückweg kann tricky sein. Aber wir haben jetzt die Sache mit dem Cracked Key immerhin vernünftig gelernt. Ah, ja, das war dann die Runde. Danke fürs Zuschauen.
und tschüss.